Akademie. Für diejenigen, die nicht wissen, wer du bist, würdest du unseren Studierenden kurz sagen, wer du bist und was du machst? Nein, kann ich nicht sagen. Das ist total schwierig. Ich heiße Mark Reeder. Ich komme aus Großbritannien ursprünglich. Ich wohne in Berlin seit 40 Jahren und ich habe vielleicht alle Facetten der Musikindustrie hinter mir. Von im Plattenladen arbeiten, Türsteher, Musiker, Produzent, Manager, Plattenlabelbesitzer, alles und alles eigentlich doch dazwischen. Mein Label MFS hab ich früher gemacht, in den 90er bis 2008. Und dann hatte ich eine Pause gemacht, weil ich das nicht unbedingt, ich war nicht so begeistert, kann man sagen, von die musikalische Entwicklung, fand ich, dass es war ein bisschen so unspektakulär. Ja? Und ich wollte irgendwie was anderes machen. Und dann bin ich zurück in die Produktion gegangen, habe ich ganz viele Remixe gemacht. Aber es war so, dass ich das eigentlich mehr ein Anschluss von da, wo ich aufgehört habe, als Musiker in die 80er, ja, so praktisch das wieder anschließen mit heute. So praktisch die Musikinstrumente von damals mit der Technologie von heute die Musik machen und auch mit sehr wenig so Instrumente, kann man sagen. Das wollte ich eigentlich machen. Und unterwegs war mit B-Movie, ein Film, was ich über 80er Jahre Berlin gemacht habe. Damit bin ich überall durch die Welt gefahren, um Leute zu inspirieren mit diesem Film, dass sie das sehen und dass sie wissen, wie wir damals alles gemacht haben. Aber auch gleichzeitig auch ein bisschen Berlin zu zeigen, wie Berlin aussieht. So, dass sie ein bisschen neugierig sind, aber über jetzigen Berlin. Da gibt es ja sehr viele Anfragen, wie ist Berlin heute mit damals zu vergleichen. Und ich kann dann nur sagen, eigentlich, da ist nur eine optische Darstellung, das, was sich verändert hat. Aber immer die gleiche Art von Leuten kommen nach Berlin, die früher auch nach Berlin kamen. Ja? Und die kommen nach Berlin und die finden immer Gleichgesinnte. Und hier kann man sich selbst realisieren, sich selbst definieren und sich finden in Berlin, weil es die Stadt gibt, diese Möglichkeit. Die Tatsache, dass es für 24 Stunden eröffnet ist, ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Ich habe eine Band gefunden aus China. Ich war in China mit meinem Film und ich habe die gesehen. Und es war so eine Art psychedelic Techno-Rock-Musik. Diese Jungs, die sind junge Leute, die haben eine Historie, kann man sagen, die erst ab 1996 beginnt. Ja? Als China anfing, musikalisch zu eröffnen. Ja. Dann haben sie dann natürlich nur Sachen so wie Bon Jovi gehört und Whitney Houston und so und so. So erst später, im 21. Jahrhundert, ist ein bisschen mehr geöffnet und dann hören sie dann andere Sachen so wie Kraftwerk und Chemical Brothers in New Order. So. Und jetzt sind sie dann mehr in so einer eigenen Underground-Szene. Die kommen nicht aus Beijing, die kommen aus Chengdu. Und ich habe die gesehen und die waren so beeindruckend. Richtig gut. Und ich habe dann diese Leute genommen und habe ich ein Album mit ihnen gemacht. Techno ist mittlerweile für mich eine Musikstilistik, wo ich sagen kann, das macht jeder gerade und es muss nicht nur das sein. Ja? Es kann man auch was anderes haben und ich finde auch Techno-Musik nach wie vor gut und ich gehe mir natürlich nach wie vor weg, aber ich selber wollte was anderes machen, ich wollte Songs machen. Ja. Natürlich für diese ganzen Leute hier, die alle mit Modular-Synthesizers arbeiten, die alle sagen so, das ist so oldschool. Ja, es ist auch, ja natürlich. Aber ich benutze auch Modular Synthesizer in meiner Musik. Es ist nur, dass man hört das nicht unbedingt so, wie wenn du einfach so eine Tangerine Dream Platte machen will. Ich bin kein Nostalgiker. Ja? B-Movie ist entstanden aus einer Idee, die eine homogene Idee war, eigentlich von jemandem so, wie stell ich meine Kinder vor, das West-Berlin der 80er Jahre. Aber nicht West-Berlin, dieses politische so, das Underground-Musikszene der 80er Jahre. Und daraus ist diese Idee entstanden. Es war nicht irgendwie auch so eine nostalgische Grund, oh, lass uns die 80er Jahre wieder aufleben und so. Es ging davor, wie zeigt man das unseren Kindern, sodass sie das verstehen, was in Berlin stattfand. Und ich kam einfach per Zufall dazu. Ich sollte eigentlich die Musik für den Film restaurieren. Dann ist der Film dann plötzlich auf mich gelandet, ja, weil ich als Brite mit ganz anderen Augen Berlin gesehen habe als eine Deutsche. Wenn eine Deutsche das gesagt hätte, also diese Geschichte erzählt hätte von West-Berlin, wäre das wahrscheinlich sehr traurig. Ja? Aber als ich als Brite, ich habe das mit ganz anderen Augen gesehen. Und natürlich
heute sagen wir so, ja, die 90er sind zurück. Das ist eine Frage, ob ihr das wirklich wollen oder nicht. Ne? Also, die sind nur zurück, wenn ihr sagt, ich will eine Platte machen wie 1990. Dann musst du das auch dann tun. Ja? Aber die Frage ist, willst du, dass es so endet wie cheesy Trance-Musik wie in Ende der 90er? Ja? Weil das, was ich am Anfang der 90er praktisch geholfen habe, die Kreation davon, diese sogenannte Trance-Musik. Ich habe eigentlich gedacht, mehr so hypnotische, so hier Modular-Synthesizing-artige Musik eigentlich, was dann später Chill-Out genannt wurde. Eigentlich das habe ich halt uns dieser Trance vorgestellt ursprünglich. Aber dann ist da irgendwie was anderes interpretiert worden und ist ganz anders irgendwo gelandet. Und heutzutage sagt man, das ist EDM. Damals habe ich irgendwie eine ganz andere Vorstellung gehabt. Nur wenn du das in den Händen von jemand anders gibst, das musst du akzeptieren, wie sie das interpretieren. Und habe ich dann einfach gesagt, okay, frei Lauf, mach mal sehen, wo es hinführt. Grandios natürlich, dass es hier in Berlin gibt, sowas, großartig. Ich muss nicht so weit fahren, um nur noch in die Wühlheide. Das ist echt wirklich ganz in Ordnung. So. Aber ich finde es total super, dass es sowas überhaupt gibt. Und dass es so erfolgreich ist und dass es so viele Leute kommen, die sich interessieren für so eine Art von Instrumente und so weiter. Ich wünsche die Wave Academy eine schöne Grüße aus der Wühlheide.